So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen. Ach, der heilt sich selber. Ja. Okay. Und schon ist mein Inventar wieder voll. Ist das schwach? Das Fell nehme ich aber trotzdem mit. Ja, also ich bin nordöstlich, aber nicht weit weg, Markim. Alles gut. Ich klaue hier gerade eine Kiste. Da liegt eine Muschel. Hier liegt auch irgendwas. Der ist erschöpft. Ja, das war nicht viel. Ich habe gerade mit der Spitzhacke hier voll auf den Boden gehauen. Da ist um mich herum alles auseinandergeflogen. Ja, wenn du gedrückt hältst, leider den Schlag auf. Ja. So, habe ich jetzt hier vielleicht einen Affenknö? Habe ich nicht. Hier ist kein Affenkäfig. Hier vielleicht? Oh, hier ist ein abgestürztes Flugzeug ist hier. Ja, und da bekommst du, glaube ich, die Hüte, wenn ich es richtig im Kopf habe wieder. Aber, ach so, aus den Kisten, die hier rumliegen, meinst du? Die lagen einfach rum. Nö, hier liegt nichts. Hier liegt nichts. Muss ich vielleicht das Flugzeug kaputt machen? Nö. Nee. Das ist normal, dass ich nicht in diesen Zerstörmodus da kann. Ich kann was abreißen. Das kann sein. Warte mal. Ich guck mal ganz kurz, was ihr dürft. Bomben-LP bauen, Truhen, Schatzkarten anbauen. Geteilte Affen, ja. Also theoretisch ist bei euch alles erlaubt. Ich habe eine neue Schatzkarte gefunden. Aber Stroh habe ich noch nicht gesehen. Ist noch was. Noch eine Schatzkarte. Sollen wir mal auf Schatzsuche gehen? Das findest du zufällig. Da musst du nicht wirklich nachsuchen, habe ich die Erfahrung gemacht. Aber hier steht ja, es wurde eine Schatzkarte hinzugefügt. Hm. Hier sind die Bestien, mein Profil, meine Affen, die Geschichte. Ich werde vielleicht mal Sorge dafür, dass ein Affe an einen Feind im Kampf besiegt. Für 100 Dublonen. Bring einen Affen dazu, 10 Gegenstände vom Boden aufzuheben. Vielleicht haben wir ein paar Tasks mal machen. Ja, da kriegst du Geld für, klar, warum ne? Na gut, das können wir dann gleich machen. Sobald ich noch einen zweiten Affen habe, geht das ja von alleine quasi. Also hier sind wir nicht richtig. Hier gibt es zwar ein bisschen Holz noch. Hier ist noch eine Schatzkarte oder sowas. Röhr. Genau, Schaufel. Habt ihr das schon gemacht, ne? Mit Schaufel, mit Sand und Schlamm. Ja, das hab ich. So, jetzt bin ich hier ganz weit. Oh, ich habe einen Händler gefunden. Mysteriöser Fremder. Tauschst du bitte etwas mit mir, sagt er. Was haben wir denn da? Eine Belohnung einsammeln? Ich, liefere. Du kriegst so ein, kriegst als allererstes so ein Fernrohr geschenkt. Damit kannst du Teile der Map entdecken, indem du an der Küste stehst. Ich muss ihm 3 Seile geben. Ja, das wäre ja schön, wenn ich Platz im Inventar hätte. Oh, sagst du, mach ich dir mal geil. Cookie hat eine neue Stufe erreicht, aber Cookie ist nicht von mir. Nee, das ist Markims Bastler. Da kann ich mir endlich das Rezept für diesen blöden Segel holen. Ich bin dafür auf meine eigene Welt. Ich habe meine eigene Welt verkackt und habe kein Multifunktionswerkzeug mehr. Und ohne Multifunktionswerkzeug kann ich auch kein weiteres Bild erwarten. Das ist richtig. Ich muss jetzt erstmal meine eigene Welt suchen oder von Neustart. Nur 2 Stunden bis jetzt gespielt. Ah, okay. Na gut, für mich sind 2 Stunden schon viel. Guck mal, ich kann jetzt eine mysteriöse Truhe für 1500. Ja, das ist die ich dabei habe. Ja, die kostet 500 Taler. Oder hier gibt's Fledermausschlüssel und sowas. Macht das Sinn, die zu kaufen? Also teuer. Nein, Dungeons, glaube ich, oder? Ja, vielleicht kriegt man damit ja die Dungeons auf, weißt du? Ja, mit denen. Nein, macht man nicht die Dungeons auf. Okay. So, Pfandglas. Du hast recht, ich habe ein Pfandglas erhalten. Aber ich kann nicht. Ach so, da kam. Ah! Ja, du hast recht. Wenn man also da mit dem Fernglas guckt, dann decken sich auf der Karte neue Felder auf. Ganz genau. Lautet hier die Wahrheit? Aber, dolle weit ist es jetzt nicht, aber. Im Vergleich zur Map nicht, aber ich finde trotzdem doch ganz schön was wert. Dann spart man es nicht die ganze Zeit auf dem Floß hin und her zu fahren, weil man keine Ahnung hat, wo man hin soll zum nächsten Land. Ja, das stimmt natürlich. Ich bin auch gar nicht Floß gefahren, will ich mal sagen. Ich auch nicht, weil ich kein Segel habe. Weil ich das Rezept dafür nicht kriege. Da durfte jetzt auch die Aufgabe nicht abschließen, obwohl ich 3 Seile mit hatte. Genau genommen habe ich jetzt 14 mitfahren, weil ich 14 Seile. So, jetzt habe ich hier oben, was ist das denn hier? Ich habe hier noch ein Holzhaus. Also, wie sieht denn ein Dungeon aus, Markim? Das ist so ein kleiner Eingang im Boden. Im Boden? Oh, aha, ja. Da ist ein Loch. Und wenn man jetzt auf der Map so nach Affen suchen würde, ja? Woran erkennt man denn, also wie... Gewölbe, den meinst du hier? Ja. Oh, gehen wir zusammen rein? Kommt ihr mit? Kann man machen, ja. Aber der Markim hat gesagt, das ist einfach, das ist primitiv. Es ist relativ einfach, da sind ein paar Gegner drin, fertig. Wie gut muss denn meine Holzkeule sein? Deine Holzkeule könnte zu schwach sein. Okay, ich habe eine Axt. Du hast einen neuen Geschichteneintrag erhalten. Oh. Ja, lol. Hier ist eine Kiste, guck mal. Ich bring die einfach mal mit. Ich habe einfach mal schnell den Dungeon einfach so durchgespielt. Hast du nicht. Ne, ich habe aber die Kiste geklaut. Bleib doch mal bitte beim Dungeon stehen. Aber die Kiste... Kiste, die können wir dann... Machst du doch auf. Aber ich habe keinen Platz mehr. Das ist schlecht, weil im Dungeon solltest du Platz haben. Ja, das stimmt. Da ist nicht viel drin, was man mitnehmen möchte. Habt ihr andere Rucksäcke als ich oder woran liegt das, dass ihr so... Das, also du hast generell 2 Inventarleisten. Eine, die du siehst und eine, die du erst siehst, wenn du I drückst. Das ist richtig und die sind alle voll. Ja, dann... So den Kram mal weg. Den Kram mal weg. Ja, ich gehe schnell nach Hause. Ach, die ist ja putzig, die Höhle. Kann man sie nach Hause teleportieren? Nee, ne? Nein.
kann man sich ein zweites Zuhause bauen? Ja. Okay. Wir hatten hier eine Spitzhacke weggeschmissen. Ich? Andere sind froh, wenn sie eine haben. Dann hab ich die verloren. Ja, okay, hast du vielleicht. Da lag gerade eine rum. Oh, ja, ich komme nicht durch. Sagst du mir jetzt? Sollst du doch, dass ich sie irgendwo vergessen habe. Ich bin auf dem Weg zurück. Weil, weißt du, gehst nach Hause, ne? Und lässt, ja, die Kiste stehen. Ich hab mich verlaufen. Ach, das kann man den ganzen Berg hier wegbauen? Bestimmt, oder? Ich glaube, diese Felsformation kann, glaube ich, nicht wegmachen. Was ist das hier? Dafür brauche ich eine Bombe. Ach. Warum hast du eigentlich die Kiste nicht mitgenommen? Du hast gesagt, stell sie ab. Ja, weil ich dachte... Du hast recht. Ledermausflügel mitnehmen. Ich warte jetzt mal hier oben am Dungeon. So. Komme ich hier durch? Wo muss ich denn hin? Verdammt. Du musst links rum langlaufen, einfach. Aber was? Ich glaube, die Blaubeeren sind vertrocknet in meinem Beet. Die hat keiner gegossen. Glaube ich gleich. So, dann stellen wir hier erstmal die Kiste ab. Ledermausflügel, ach. Was brauchst du denn? Nee, alles gut, ich brauche nichts. Ich bin lost. Ich muss kurz überlegen, was ich jetzt wohin packe schnell. Und dann wollte ich einfach Sachen braten hier. Ja, war nichts. Ich habe hier Fell, ich habe Blätter, ich habe einen Haufen Gelumpe. Lumpe? Ja, Gelumpe. So, also, hier passt das rein. Ey, wir müssen die Kisten benennen, ich sehe das schon. Blätter, Gräser. Sag mal, warte mal. Können wir vielleicht Gräser trocknen, um damit an Stroh zu kommen? Oh, kannst du herstellen. Wie, was Stroh kannst du herstellen? An der Werkbank. Ja, du meinst Strohbündel. Ja, nee, ich brauche Getreide. Ach so. Das. Ja, das finde ich jetzt. Ich kann übrigens ein Segel bauen. Ich habe mal die Blaupause hingelegt, Bomben-LP. Wenn du willst, kannst du ein Segel bauen. Oh, danke. Warte mal, was brauchst du dafür? Lianen, Stroh und Bett oder so ähnlich. Das ist wahrscheinlich dann eher der Laken, das Laken. Könnte sein, ja. Dann haben wir doch noch mindestens mal. Ja, das müsste gehen. Ja. Ach, du hast gerade Fledermausflügel gebaut, ne? Machen wir mal die hier. Zack. Oh. Oh, ja. Angenehm, der Kochaffe. Der ist gut. Ah. So, jetzt gehe ich nochmal hoch zu dem Tempel, ja? Mach mal. Jetzt schaffe ich den doch mit dir. Jetzt habe ich doch Frucht oder Nuss. Die räume ich auch noch weg, die Kokosnuss. Machen wir jetzt mit hier rein, den Knochen machen wir da rein, das Fleisch machen wir mit da rein, das machen wir auch da rein. Jetzt habe ich, glaube ich, was ist das? Oh, ich habe ein Ohrklingenrelikt. Können wir jetzt einen Boss rufen oder was? Keine Ahnung. Ich glaube eher, das sind nur, so Dekorationsobjekte. Okay, wohin wird das dann hindekoriert? Das ist so die Frage, ne? Mach's mal hier unten rein. So, hier liegt ja auch so ein Haufen Zeug rum. Was habt ihr hier gemacht? Habt ihr hier viel gemacht, ey? Wahrscheinlich hier die Sachen aufgehoben. Die Kisten auch wahrscheinlich. Da ist ja viel Kram drin. Hattest du jetzt mal eben die Kiste von oben mit hier runtergeholt? Ja, die habe ich aufgemacht. Ah, dann war das bestimmt das Zeug, was hier rumlag. Möglich. Mäschlich. Ja. So, mal kurz gucken, ob meine Frau, ob die schon auf dem Weg nach Hause ist. Nö, noch habe ich noch keine Information. Die kommt weg, wird dahin gestellt. Ich habe voll hier jedes Mal. So, öffne. Dann kommt rein. Das hier? Knuspriger Flügel. Smoothie. Boah, meine Hände sind so kalt, ey. Ah. Was haben wir denn hier noch? Das kommt raus. So, ich geh jetzt hoch. Bist du dir das sicher? Ich bin mir sowas von sicher. Meine Keule, meine Axt, mein Affe, das reicht. Warte, ich komm mit, ich will auch was. Soll ich vielleicht dem Affen eine Keule jetzt geben? Warte mal, ich kann doch sehen, wie gut der Affe schon ist, oder? Richtig. Kampf hat der 125% Schaden, steht hier, und 150% Effizienz, also noch nicht doll. Beim Bauen hat er 200%, also der ist noch nicht doll im Kämpfen. Ihr könnt ihr mal ganz kurz gucken, wenn ihr auf Tabulator drückt, ne, seht ihr doch dieses Tagemenü hier. Ja. Und da ist, wenn ihr auf die Affen geht, also das drittletzte Symbol, ja, Seht ihr doch die Affen, die ihr habt. Daneben ist ein gelber oder ein grauer Stern. Wie sieht der bei euch aus? Was für ein gelber oder grauer Stern? Also da ist links der Name von dem Affen und da ist rechts sind zwei Pfeile und daneben ist ein Stern. Ich kann aber bei mir vielleicht einfach daran legen, weil ich einfach nur einen Affen habe bis jetzt. Okay. Und bei den Pfeilen, zwischen den Pfeilen ist ein Kreis, oder? Ja. So, das ist das, was, das ist Hüte. Ach, das ist der Hut. Ja. Ah, okay. Könnte man nicht Affen irgendwie umbenennen? Ja, du kannst auf C, glaube ich. Nee, auf Y. Ah, Y, ja. Finde ich denn eigentlich die Grube jemals wieder da oben? Aha, ja, die ist einfach immer weiter nach Norden.
Müsste auch mittlerweile auf der Karte vermerkt sein, weil wir die ja schon gefunden haben. Das hier oben, stimmt, ja, okay, das da oben. Ist denn nach jedem Mal, wenn die Map zurückgesetzt worden ist, ist dann da wieder was Neues drin in dem Dungeon? Ich habe deine Spitzhacke gefunden. Was haben wir hier? Eine Muschel. Hast du dein Inventar denn leer gemacht? Ja, ich habe aber eine Muschel eingesammelt und schon ist wieder voll. Was? Nein, ich habe noch einen Mango-Curry mitgenommen und eine Muschel und deine Spitzhacke. Wer klopft sich denn hier schon? Bist du das? Ja, ich. Hier sind so blöde Orks. Aber mein Affe kämpft nicht. Warum kämpft mein Affe nicht mehr? Mein Affe hat gekämpft. Na, ich hoffe mal, dass der jetzt mitmacht hier oben drinne. Mein kleiner Littles. Ja. So, aber siehst du, hier ist nichts. Die Kiste habe ich mit rausgenommen. Was machst du da? Warum machst du denn hier den Dungeon kaputt? Ressourcen? Ich nehme jede Ressource, die ich kriegen kann. Ah, ist eine Tür. Ja, hier ist eine Tür. Ja, dann mach mal auf. Habt ihr Schlüssel dafür? Brauchst du nochmal keinen Schlüssel. Hier sind hinter den Dingern sind hier so Platten. Hinter diesen Säulen sind Platten. Da müsst ihr euch draufstellen, beziehungsweise auch eure Affen draufstellen lassen. Hinter den Säulen? Hinter dem, ganz oben, hier zweite Reihe links, ganz linke, da ist eine Platte. Genau. Ah. Ich glaube, Mike ist gerade drauf gerannt. Da kommt ein Bogenschütze. Ah, lass den schießen. Okay. Ach, hier ist ein Lagerfeuer. Da kannst du was zu essen machen, schnell. Wenn du Ressourcen dafür hast. Affe, komm raus und helf dir. Raum abgeschlossen. Okay. Ah, ist noch eine Kiste. Ah, das ist Kitschisaffe. Warte, mach ich. Mein Sohn steht hier und fragt, ob er nochmal 10 Minuten Computerzeit da haben darf. Es ist 19.22 Uhr. Ich gebe dir jetzt noch. Ich komm gleich hoch, ja? Ah, hier. Okay. Halbe Stunde kriegst du noch. Aber was hast du jetzt gegeben? Halbe Stunde. Aber ich komm dich gleich holen. Auf was? Wie bitte? Auf was? Auf Logs oder auf Computer? Weiß ich nicht. Ja, ich brauche auch beides, sonst ergibt's keinen Sinn. Sonst ergibt's keinen Sinn. Da muss ich nochmal kurz gucken. Achso, Windows brauchst du also auch. Okay, jetzt hast du beides. Das ergibt keinen Sinn sonst. So, wo ist die Kiste? Was habe ich jetzt verpasst? Die hast du mitgenommen. Okay. Die hab ich jetzt gerade beim Affen gegeben. Ach, der kann so eine Kiste tragen? Ja, der kann auch sogar die Kisten, die du craften kannst, wo du Sachen reinpacken kannst. Die kann sie auch tragen. Ach, guck an, das ist ja cool. So, jetzt haben wir noch einen anderen Raum hier unten, oder? Nein, nee, das ist, der hier ist leer. Aber hier unten ist. Achso. Aha, also heißt das die Kiste. Aber hier war jetzt sonst nichts außer dem Dungeon, ja? Nein. Okay, also kein Affe. Ja. Oder kannst du einen zweiten Affe? Wie bitte? Du hast doch jetzt einen zweiten Affen gekriegt. Wie, wann habe ich den gekriegt? Als ich den Käfig aufgemacht habe. Das habe ich gar nicht gesehen. Hast du einen zweiten Affen gekriegt? Das habe ich gar nicht gesehen. Das stimmt. Hier ist ein zweiter Affe. Der ist braun. Nein, der rennt nicht, oder was? Dann gebe ich dem jetzt auch mal so ein Ding hier. So, jetzt haben die erstmal beide das. Gut. Also im Dungeon haben wir jetzt doch einen zweiten Affen gefunden. Ja, für dann gehen die Affen automatisch an den Host. Oder ach so, das stimmt. Das stimmt, du hast es ja aufgemacht, aber ich also habe den Affen bekommen. Also entweder hast du mir den Affen aus Versehen gestealt oder der geht wirklich an den ersten. Ich habe noch ein Loch gefunden. Ich habe auch noch eine gefunden. Weil ich hier gerade zufällig raus bin. Okay, bei mir ist auch eins. Oh, ist da raus? Oh, zwei. So, jetzt habe ich zwei. Ah, ich habe zwei kämpfende Affen jetzt. Ja, moin! Macht sie fertig! Macht es! Gut. Errungenschaft freigehalten und neue Schatzkarte gefunden. Ich brauche Zeug zum Handeln. Oh, Schwein. Wie lost ist einfach daneben schlag die ganze Zeit, ne? Boah, ich habe keinen Platz mehr fürs Fleisch. Ich krieg die Krise hier. Quarzfragment habe ich. Ich habe noch einen Pfeil. Ich habe ein dekoratives Gemälde. Oh. Mach den fertig! Wie viel Mensch braucht man für einen Mantel, hat er gefragt gerade. Jetzt haut der ab, das ist ein dummer Goblin. Okay. Ja? Willst du vielleicht in den Dungeon kommen, wo ich gerade bin? Warte. Also wir haben jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge Dungeons, wie es aussieht noch. Ich habe einen, der Bomb-MP hat einen, du hast auch einen. Ey, kein Dungeon, das wäre einfach nur eine Kiste gefunden. Warte mal, Affen-Tutorial abgeschlossen. Oh, das ist eben Sack. Oh, hier ist gerade richtig Action. Ich muss das ganze Fleisch einsammeln hier. Marki, wo bist du denn? Bist du weit weg? Weiß ich nicht. Warte, ich guck gleich mal auf die Map. Ich sammle nur mal schnell das Fleisch hier ein. Du bist doch genau vor mir. Hier bist du doch. Du hast den gleichen Dungeon gefunden wie ich. Wirklich? Aber warte, da gibt's nämlich Tricks. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Warte, ach, du sammelst schon ein, okay. Staubsauger. Wie viel können denn die Affen einsammeln? Gar nicht. Na, man kann denen auch das Einsammeln beibringen. Genau, ja, aber die haben nur einen Platz. Na, das kann sein. Dark Maze of Riches. So, hier geht's rüber. Ja, die Kiste nehmen wir beim Rausgehen mit. Ah, okay.
Siehst du die Bodenplatte hier? Die rote, wo du gerade drauf stehst? Ja, warte mal, ich gehe mal mit den Affen weg. Ja. Da musst du eine bestimmte Position machen. Ach, da musst du ein Emote machen, ne? Richtig. Theoretisch musst du das deinem Affen zeigen, dann stellt sich der Affe da drauf und dann kannst du nämlich hier draufhauen. Okay, ich habe gerade da unten was gesehen. Da ist eine Figur gerade rumgelaufen, war ich kurz abgelenkt. Wie ging denn das gleich mit den Emotes? Keine Ahnung. Ich habe das doch gelesen vorhin. Ich mache das mit Controller, von daher. Ach so. Emotes müssen gehen mit V. Mit V. Ach, guck mal, Leute, wir brauchen ein Betäubungsgewehr. Da können wir Tiere zähmen. V, jetzt brauche ich einen Depp. Hier. Ja, Achtung. Du musst stehen bleiben, bis offen ist. Warte. Okay. Und das kann man dem Affen beibringen, dass der einen Depp nachmacht? Ja. Ja. Hier ist noch eine Kiste. Ah, wir sind ja zu zweit. Ihr habt eure Affen, die können auch eine Kiste tragen. Und da ist noch ein Affe. Jetzt ist da noch ein Affe. Den hole ich jetzt raus. Da kannst du auch noch Sachen sammeln hier, ne? Hier an dem... Ah, ich habe keinen Platz mehr. Warte mal, wir könnten doch hier eine Kiste craften, wo ich was reinlegen kann. Die kann der Affe tragen, oder? Hast du genug Material dabei dafür? Das weiß ich nicht, aber warte mal. Nee, ich bräuchte eine Werkbank. Das geht so nicht. Oder? Nee, eine kleine Truhe. Seil kann ich beisteuern, wenn du Holz hast. Warte mal, aber wo ist die denn? Unter welchem Rezept? Hast du Holz? Ich habe. Nee, du kannst hier nichts bauen. Nee, ich wollte gerade sagen, ne? Für die kleine Truhe, ein Obstgarten nützt mir hier nichts und die Truhe kann ich nicht bauen, nee. Warte mal, Seil. Was ist denn da drin noch? Ja, ich habe auch keinen Platz mehr. Warte mal. Muss doch irgendwie möglich sein. Warte. Wie baut man denn gleich eine Werkbank? Ich nehme den stabilen Hammer nämlich mit. Und das Brett nehme ich mit. Das Seil lasse ich drin, weil das braucht kein toter Hund. Nee, das stimmt. Aber trotzdem, ein Teich sehe ich hier gerade. Gartenbeet. Wieso? Wie habe ich denn meine erste Werkbank gebaut? Warum kann ich jetzt hier keine Werkbank bauen? Weiß ich nicht. Wie geht das denn? Mit C haben wir das Seil. Da haben wir die Platte. Aber ich kann tatsächlich keine Werkbank hinstellen. Ach hier, ich Idiot. Hier ist es. Doch, guck mal. Aber hier drinnen geht's nicht. Da hast du recht. Draußen wird es gehen wahrscheinlich. Genau. Okay. Ja, das hast du recht. So, eine Kiste hast du jetzt, ja? Ja, und die zweite nimmst du mit. Und das war's jetzt schon hier? Ja, ich weiß nicht, ob die Dinger irgendwann größer werden. Frag mich nicht. Dann laufen wir jetzt mit den Kisten nach Hause. Und dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal Schluss für heute. Machen wir so, haben wir so ein Stündchen gemacht. Ich mache jetzt wieder YouTube-Videos draus. Da ist nochmal ein Gewölbe. Ja, ich hab's gerade gesehen. Beim nächsten Mal. Können wir uns das merken? Warte mal, ich mache meinen blauen Punkt hier hin. Musst du doch gar nicht. Die werden auf der Karte markiert. Das stimmt, aber ich mache das deshalb blau, weil das ist das, wo wir noch nicht drin gewesen sind. Oder so, ja. Verstehst du? Ja, natürlich. Hier ist noch was. Was ist das denn hier? Oh, ich mach noch so einen Assi-Punkt hier hin. Assi-Punkt? Ja, müssen wir uns beim nächsten Mal anschauen. du bist bestimmt falsch gelaufen, Markim, oder? Du musst außen rum, links. Du hängst bestimmt gleich fest zwischen den Bergen. Ja. Oder ist es der Bomben-LP? Einer von euch beiden ist da reingelaufen. Ja, ich. Und ich komm durch. Ach so, hier bist du durchgekommen. Ja, das stimmt. Ja, genau. Hier. Aber hier müssen wir außen rum. Das machen wir Inventar leer machen. Wir können hier auch Fische angeln, ne? Ich habe gesehen, ein Fischnetz kann ich bauen. Ja, guck mal, hier ist eine große Schaufel auch. Bleibt denn das Zeug liegen, wenn wir jetzt die Kiste kaputt machen? Die Items, die da rauskommen, kann jeder separat für sich aufheben. Das ist sehr nett. Also da ist das Spiel sehr nett. Ah ja, okay. Sie hat nicht den Loot gegenseitig klaut. Das ist super. Ja, coole Sachen sind da drin. Hier ist zum Beispiel eine Schaufel nochmal. Die Frage ist nur, wenn wir jetzt das Spiel ausmachen, liegt das dann nächstes Mal noch da? Bitte? Wenn wir jetzt das Spiel ausmachen, liegt das dann nächstes Mal noch da oder ist das dann weg, ist die Frage, ne? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach mal die Sachen für mich aufgenommen, weil ich weiß, wenn ich bitte, dann kriege ich, glaube ich, den Kram mit, der in meinem Inventar ist. Ich habe meine eigene Welt wieder. Ja, das mag stimmen, das mag stimmen. Das wäre sehr praktisch, weil da muss ich danach ein Werkzeug suchen. Ach, hier unten ist noch eine Kiste. Guck mal, hier kannst du auch nochmal reingucken. Ja, das ist Mark. Achso. Da war eine Spitzhacke drin. Ja, da war eine Schaufel drin. Die Kiste ist schon eine größere Kiste, glaube ich. Die Lederne hier kostet 500 Bammel. Komm, meine Blaubeeren sind da oben verdurrt. Itchy! Ja, was denn? Hast du da jetzt Scheißdreck neu gemacht? In die große Kiste? Nein, in die, wo ich jetzt stehe. Ja, in die große Kiste hier. Nee, ich habe da nur eine Gießkanne und Quarz reingemacht. Ja, nimm den Scheißdreck da raus. Die Kiste ist nur für Essen. Okay, das ist gut zu wissen. Dann mache ich mal die Kokosnuss da rein und dann kann ich ja die Gießkanne rausnehmen. Warte, ich mache auch noch die hier rein und mache den Quarz daraus. Vielleicht kann ich auch noch die Suppe da reinmachen und den Holz daraus nehmen. Also du, aber dann bin ich hier voll. Da ist auch noch Schweinsfell und so drinne. Also es ist sehr gut, dass du das so gemacht hast. Seil hier oben rein. Ich habe eine Keule, eine stachelige Keule. Eine stachelige Keule? Ja. Ist sie beschädigt? Ja. Dann ist es meine. Hast du die verloren? Wo bist du denn? Nee. Liegen lassen. Da ist so eine Reparatur bei Warte, hier, guck mal hier, da ist sie. Ja, angeschaut.
Dann hatte ich meinen Affe irgendwie gehabt. Egal. Verloren. So, wir haben auf jeden Fall drei Spitzhacken, ein paar Äxte haben wir noch, Steine. So, Pfeile, aber jetzt schon drei Pfeile haben wir jetzt. Vier. Wie oft kann man denn schießen? Jeden Pfeil nur einmal? Ich habe in einem Pfeil keine Haltbarkeit. Und wenn die Haltbarkeit leer ist, ist dann eine Aktion. Ah ja, okay. Ah, also kann man doch schon ein paar Mal schießen. Sehr gut. Ja, dann nehmt eure Kisten und eure Affen. Achso, wollen wir nochmal speichern? Ja. Könnte man machen, ja? Ja, wir haben jetzt hier überhaupt nicht mehr gespeichert weiter, ne? Das wäre jetzt natürlich auch fast schief gegangen. So, dann mache ich jetzt speichern und schlafen. So. Ich will ein bisschen essen. Okay, gut. Na dann, danke fürs Mitmachen. Habt ihr eure Kisten? Ja. Dann mache ich jetzt Session verlassen. Okay. Wieder ein Pfandglas, drücke LMT. Habe ich verstanden. Ja. Alles klar. Gewölbe Labyrinthe, habe ich verstanden. Tagebuch habe ich verstanden. Oh, es kriegt so einen Haufen Informationen hier. Schatzkarten können wir auch was dazu lernen. Okay. Gut. Ja gut, dann, du musst dir nur angewöhnen, dass du isst regelmäßig. Das muss ich vor allem heilen und essen. Das ist meine Schwäche. Gut, dann habt noch einen schönen Abend, ihr zwei, ja? Ja, du auch. Ja, tschüss. Ciao. Das war's.